Danke. Hatten Sie ein Verhältnis mit Alois Zentschütz? Das war kein Verhältnis. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß, Sie denken jetzt bestimmt schlecht von mir. Aber wissen Sie, das mit Philipp und mir, das hat schon lange nicht mehr funktioniert. Und wie lange ging das schon zwischen Ihnen und Alois Zentschütz? Ich hatte doch das neue Firmenlogo entwickelt. Mich zum Essen eingeladen und dann plötzlich. Er war so voller Visionen. Er war leidenschaftlich. Manchmal war er wieder wie ein kleiner Junge. So wie Philipp, aber reifer. Hat Philipp davon gewusst? Nein, wirklich nicht. Und Frau Zentschütz? Ja, ich wusste, dass das nicht richtig war ihr gegenüber. Und dass es irgendwann auch wieder vorbei sein würde. Aber ich konnte das einfach nicht beenden. Bitte beantworten Sie meine Frage. Hat Frau Zentschütz davon gewusst? Zwei Tage bevor... Also, ich hatte das Gefühl, ich hätte ihren Wagen in der Schrammelgasse gesehen. Alois meinte, das war nur Einbildung. Er war einfach überarbeitet. Aber er wäre nie weggegangen. Seine Ex-Frau war da, glaube ich, anderer Meinung. Sie meinte, er wollte ein neues Leben beginnen und sich sogar scheiden lassen. Eine widerliche Lüge ist das. Die wäre halt selbst gern mit einem Star. Aber zu ihrer Zeit, da war er bloß ein Koch. Wird das denn doch ein Verhör? Vielleicht. Mich beschäftigen halt so einige Dinge. Zum Beispiel, ob Westerstadt wirklich pleite ist. Wenn Sie mich so fragen, kann schon sein, dass da was dran ist. Mein Mann kriegt. Das heißt. Das heißt, Sie kriegen. Ziemlich viel Geld von Westerstadt. Wie viel denn? Ich weiß nicht. War es das, was er als Erpressung ausgelegt hat? Was? Naja, Sie haben da mit dem Westerstadt gestritten, heißt es. Und dabei ging es um ziemlich viel Geld. Wer sagt denn sowas? Vielleicht auch die Ex-Frau? Nein. Die Gräfin Schönberg. Die hat ja eine rege Fantasie. Du hast recht, das war Westerstadt. Gemeinsam können wir... Warum bist du gekommen? Peter hatte genug von dir. Das ist eine Lüge. Er wollte sich scheiden lassen. Wenn du das noch einmal behauptest. Woher hast du den? Von dem hat er sich nie getrennt. Mir hat er den Schlüssel zum Safe gegeben. Zum Safe? So ein Unsinn. Du hast im Haus von Westerstadt herumspioniert. Er hat herumspioniert. Und die Pläne für die Pochnerner Stuben gefunden. Und überlegt, wo du ihn am besten loswerden kannst, damit der Verdacht auf Kofler fällt oder auf Westerstadt. Sagen Sie, stimmt es, dass Sie ein Medizinstudium anfangen wollen? Mhm, ja. Wo wissen Sie das denn? Intuition. Außergewöhnliche Frauen suchen außergewöhnliche Herausforderungen. So. Naja, eigentlich wollte ich Ihnen nur anbieten, dass ich Ihnen ein paar Tipps geben kann zum Studium. Natürlich nur, wenn Sie interessiert sind. Ja, das wäre sicher ganz interessant. Dann würde ich doch sagen, dass wir uns gleich nach der Nachtschicht zum Frühstücken verabreden. Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber ich kenne da ein sehr schönes Café, das um die Uhrzeit schon geöffnet hat. Und da gibt es sehr gute Pancakes. Ja, kennen Sie die auch? Ich habe davon gehört, ja. Na, klasse. Ich warte dann nachher am Empfang auf Sie. Okay. Gut. Ja, dann bis später. Ja. Herr Schönemann, schön, dass Sie da sind. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Ist das Ihr Wagen? Was? Wieso? Hatten Sie nicht so einen kleinen blauen? Meiner ist kaputt. Mein Vater hat mir seinen geliehen. Ich habe den Wagen schon mal gesehen. Der kam mir entgegen an dem Abend, dass ich meinen Mann abholen wollte. Er hätte mich nicht so behandeln dürfen. Nicht so. Ich habe Christian Schönemann geliebt. Als ich ihm von Dr. Bremers Intrige erzählt habe, habe ich ihm gesagt, dass er keine Angst zu haben braucht. Dass ich nie gegen ihn aussagen würde, wenn er wieder zu unserer Liebe steht.
Aber Dr. Schönemann hat sie nie geliebt. Für ihn waren sie nur eine unbedeutende Affäre. Wie hat Dr. Schönemann reagiert, als sie ihm angeboten haben, seine Behandlungsfehler zu decken? Er hat mich ausgelacht, mir gedroht. Er wollte alles so hinstellen, dass ich lüge, weil er nichts mehr von mir will. Und mich die ganze Zeit nur benutzt. Ausgenutzt. Und Sie wollten sich an ihm rächen? Büßen sollte er. Sie kannten seine Angewohnheit, nochmal spazieren zu gehen. Es war wie eine Einladung. Ich habe ihn getötet, damit Christian im Gefängnis verrottet. Aber Sie haben nicht damit gerechnet, dass wir Dr. Schönemann wieder laufen lassen. Aber ich konnte Christian nicht einfach so davon kommen lassen. Für das, was er mir angetan hatte, sollte er bezahlen. Und dann haben Sie auch ihn ermordet. Ich habe ihm alles gegeben, was er wollte. Ich habe für ihn gelogen. Seine Puschereien gedeckt. Ich hätte alles für ihn getan. Er hat mir gesagt, ich hätte zu einem scharfen Körper. Seit meinen Schönheitsoperationen. Aber deshalb könnte ich ihm noch lange nicht das geben, was seine Frau ihm bietet. Nicht mal ein Bett. Wie schrieben Sie deinen Tod? In Paris erschossen. Frühling 1962, eine Kugel mitten ins Herz. Man hat mich einfach auf der Straße liegen gelassen. Dort bin ich dann auch gestorben. Wirklich? Dabei sind die Straßen von Paris im Frühling besonders schön. Das hört sich richtig kriminell an. Filmregisseure. Und du weißt noch nicht mal die Hälfte dessen, was hinter den Kulissen geschah. Mhm. Aber schließlich habe ich das Ende dann nach meinen eigenen Vorstellungen überarbeitet, verstehst du? Ich fand ein Schlupfloch sozusagen. Einen Ausweg. Es wäre besser gewesen, du hättest es mir selbst gesagt. Was hast du mit deinem Leben gemacht? All die Jahre? Hast du jemanden geliebt? Hast du manchmal an mich gedacht? Ich liebe dich. Zeitlos.